guck mich nicht an, guck mich nicht an, nein, guck mich nicht an, ich bin eine Versagerin. Ich habe gestern kein Harvest Moon Lost Valley hochgeladen. Und jetzt heute erst, heute viel zu spät und oh mein Gott. Ja, ich bin ein ganz schlimmer Mensch. Ich wollte eigentlich gestern, logischerweise, weil ich ein unheimlich guter Mensch bin, hochladen. Aufnehmen und so, nur leider kamen dann diese lustigen Menschen, die, ich überlege gerade, 6 Stunden lang in meiner Wohnung waren und dann, ich weiß nicht, wenn man einen Handwerker in seiner Wohnung hat, ist das irgendwie nicht so geil mit dem Aufnehmen. Ich weiß nicht, könnt ihr euch vorstellen, Selbstgespräche zu führen am PC, während 6 Stunden lang Leute da bei euch im Bad rummehren? Das war mir auch sehr unangenehm. Danach war es dann schon viel zu spät und ich habe dann Medikamente genommen, damit ich mich beruhige, weil ich hasse es, wenn fremde Menschen bei mir in der Wohnung sind. Und die Medikamente haben mich so umgehauen, dass ich dann einfach mal direkt bis spät abends durchgepennt habe. Yeah, und deswegen kam gestern kein Harvest Moon. Aber heute kommt es und wie man unschwer erkennen kann, es ist schon sehr spät am Tag, okay. Und wir haben jetzt gleich den 25. März, das heißt, ich habe jetzt fast einen gesamten Monat offscreen gespielt. Gestern habe ich natürlich nicht gespielt, aber vorgestern habe ich das alles gemacht, nach der Aufnahme, nach der letzten. Weil ich ein unheimlich schneller und guter und vorbereiteter Mensch bin, oder auch nicht. Ja, und das heißt, dass bald, hoffentlich, unser Kind kommt. Ich muss auch nebenbei noch gucken, wegen den Ärzten. Denn ich habe natürlich auch in meiner unendlichen Güte regelmäßig auch Ärzte ausgegraben. Und ich glaube, es reicht immer noch nicht, aber ich bin mir nicht sicher, wir gucken mal. Wuff, wuff, wuff. So. Eisenerz bekommen. So, wir gucken mal. Ich gehe mal erstmal auf Ablegen. Orangeschorgoserz. Brauchen wir noch eins? Aber noch. Hätten wir noch eins zusammen? Mithril ist hier gerade nicht. Aber ich kann das hier mal alles ablegen. Die ganzen Edelsteine. Ich habe so viele Edelsteine, ne? Ich kaufe die ja so gut wie nie. Das tut sich das so alles so an. Ansammeln, so die Sachen hier brauchen, so Glas und so, das kann ich auch mal. So, okay, mir fehlt noch ein Orangeschalkos, ich weiß aber nicht, wie man das ausspricht, um eine weitere Dingsi davon zu kriegen, ein weiteres Material, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so. Wie sieht es denn aus mit Mithril? Mithril haben wir 19, okay, uns fehlt noch ein einziges Mithril. Dann haben wir genug, um die Küche zu erweitern. Das ist doch ganz nett, oder? Und für den Orai, da fehlt uns auch noch eins. Hier war es noch eins. Boah, es ist voll schwer, das Zeug zu kriegen, ne? Mithril ist viel häufiger. Das ist unglaublich. Haben wir denn irgendwo noch Mithril? Nee, hä? Gar nicht. Okay, brauchen wir nochmal 3 Mithril und einen Orai-Scheukos. Roh. Dann geht's los. Dann können wir die Scheune vergrößern und die Küche. Da bin ich mal gespannt. Und bald kommt das Kind. Also Leute, ihr seht schon, mir überschlagen sich fast die Ereignisse, aber leider noch fast. Gut, erstmal wieder Standardzeug. Ich habe, wie man auch vor uns erkannt hat, sehen konnte, wieder ein paar Kürbisse angebaut. Einmal diese Butternuss oder so, ich weiß gar nicht mal, wie die hießen. Und dann diese Laternenkürbisse, die aussehen wie geschnitzt, findet man sie erntet. Ihr werdet es ja bestimmt noch im Laufe des Let's Plays sehen, weil mindestens noch einmal ernten werde ich sie sicher. Eigentlich war auch mein Gedanke, dass ich bis zum 28. spiele oder so. Daraus ist aber folgenderweise nichts geworden, weil ich heute erst... Ich habe ja Urlaub die Woche und ich bin heute erst 13 Uhr aufgewacht und dachte so, Scheiße! Hab sofort an Harvest Moon gedacht, weil eigentlich wollte ich, bevor ich aufnehme, noch ein bisschen spielen. Aber wenn 13 Uhr ist, wir haben jetzt kurz vor 14 Uhr, wo eigentlich die Folge online kommen sollte. Und ja, das ist irgendwie nicht so ganz geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, na gut. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal so auf. Mach ich halt eben diese 3 Tage onscreen. Meine Güte, ist dann halt so. Ich überlege nur, ob ich jetzt erstmal eine Folge aufnehme und die dann schneide und rendere und hochlade oder ob ich gleich wieder einen ganzen Schwung aufnehme. Besser wäre es natürlich, wenn ich die direkt schneiden und rendern würde. Überlege ich mir noch. Auf jeden Fall, eins ist sicher, die Folge kommt heute auf jeden Fall noch online. Für euch ist es egal. Ich rede von der Vergangenheit in die Zukunft, aber in dem Moment, wo ihr diese Folge guckt, ist ja schon die Zukunft, von der ich jetzt gerade rede. Von daher wird euch diese Information und diese Überlegung überhaupt nicht helfen. Von mir gerade, wie ich das heute wann hochlade. Weil wenn es oben ist, ist es oben und dann könnt ihr es sehen. Yay. Und damit tut sich auch dann langsam aber sicher dieses Let's Play zum Ende bewegen. Boah, ich will auf jeden Fall nicht mehr als 200 Folgen haben. Dann müsste ich immer schon eine neue Playlist anfangen, weil ich glaube, pro Playlist gehen da 200 Folgen rein.
Das ist dann wohl auch das längste Let's Play, welches ich auf meinem Kanal habe. Also mit den meisten Folgen das. Das ist schon krass. Ach komm Leute, Hühner, lass mich schon mal hier durch, danke. Und ich liebe diese Herbstmusik. Sie ist so nice. Schade, dass ich die ganze Zeit ohne Ton gespielt habe, was ich nebenbei, wie in den letzten Folgen schon erwähnt, Hey Arnold geguckt habe. Natürlich auch, wenn man dann eine Serie guckt und ganz nebenbei das 3DS rumdüdelt. Das ist natürlich dann ärgerlich. So. Nochmal ganz kurz zu den Kühen und dann haben wir unsere tägliche Pflicht schon mal erledigt. Dann könnten wir rein theoretischerweise wieder ins Bett gehen. Aber ich will trotzdem nochmal nach Ärzten schauen und euch ein wenig zeigen, was ich offscreen in der Zeit gemacht habe. Ich denke mal, das wäre alles ganz gut. Ich will dich nicht streicheln. Ich will einfach nur... Wieso, ne? Das Ding leuchtet und die streichelt einfach die blöden Schafe. Das ist einfach den Mist wegmachen. Den Schafen geht's gut. Die sind geschoren, die sind gewaschen, die hatten Essen. Die sind nicht allein. Ist alles okay. Musste nicht auch noch betatschen, ne? So. Alles klar. Okay, genug hier. Ach ja, und ich kann Oliven ernten. Könnte ich euch ja mal voll krass ernten, zeigen. Warum? Ich weiß nicht. Ich verstehe nicht, warum Oliven hier im Herbst wachsen. Ich glaube, es ist dann doch noch so kalt. Und ich weiß nicht. Soweit ich weiß, sind doch Oliven so mediterrane Früchte. Von daher weiß ich jetzt nicht, warum die jetzt auch überhaupt hier wachsen, wenn es so kalt ist. Vor allen Dingen auch dann zu ernten sind, wenn es so kalt ist. Ich könnte mir höchstens vorstellen im Sommer. Aber wenn ich auch erst bin, sieht es wirklich aus wie ein Olivenbaum. Ich fällt auch so viel zu dünn. Naja, auch egal. So, hier habe ich natürlich jetzt nichts derzeit. Ja, das zeige ich euch mal. Wie gehe ich jetzt hier mal vor? Warte mal, ne, ich gehe erstmal hier oben in die Minen und gucke, ob wir nochmal dreimal Mithril oder einmal Orei-Schaukost finden. Das wäre beides ganz nice. Wäre cool. Ich glaube, dreimal Mithril ist schwer. Aber einmal Orei-Schaukost. Es war auch schwer. Ja, einmal Mithril schon. Okay, ich habe nichts gesagt. Jetzt brauchen wir noch zweimal Mithril. Gold. Silber und das ist jetzt... Okay, die Art ist jetzt schon leer. Aber immerhin, ne? Einmal Mithril. Wir kommen der Küche näher. Ich kann nicht fassen, dass wir das übrigens wirklich machen. Als ich gesehen habe, 20 Mithril für eine scheiß Küche, ne? Da dachte ich, die spinnen doch. Das mache ich nie im Leben. Und jetzt habe ich das mal wirklich gemacht. Das ist unglaublich. Ich bin enttäuscht von mir, dass ich das wirklich mache, so ein Mist. Dass ich das mitmache. So, und hier, Mithril, 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 Eisen, na gut. Silber, okay, und Bronze. Na gut, das war jetzt nicht so gut. Okay, und weiter geht's. Okay, Ripper. Ich hoffe, dass man jetzt sonst nichts ernten kann. Jedenfalls sehe ich auch da drüben in meiner tollen kleinen Plantage nichts, was ich ernten kann. Und ich hoffe, dass es vielleicht irgendwann auch mehr Bäume gibt. Aber ich befürchte, dass es nicht so sein wird. So, ich habe übrigens hier... Ich weiß auch nicht wieso, ich habe halt eben hier angefangen. Komme ich irgendwie hoch? Ja, hier an der Seite. Ich habe angefangen, hier diesen großen Wasserfall anzuzapfen. Und habe hier eine kleine Wasserspur gelegt. Das, ich finde mega geil aus. Ne, hallo, danke. Das ist hier so... Ich weiß nicht, ich finde, es sieht mega cool aus. So, vor allem dieser kleinen Kante hier vorne noch. Echt neat. So. Dann geht das dann jetzt hier runter und dann dachte ich mir, dass ich hier hinten halt so ein bisschen indirekt... Hallo. Das Teil bewässere, dass hier hinten eine Wasserspur entlang geht. Und hier noch eine, weil es hier hinten immer so scheiße furz trocken war. Dann dachte ich mir, machst du mal was. Vielleicht lasse ich auch noch eine Wasserader weiter hier nach vorne. Und dann irgendwie auch nochmal hier so runterfließen. Mal gucken, weil das ist hier wirklich immer so scheiße trocken. Ich finde hier hinten, das kann ruhig so trocken bleiben, weil hier ist eh so Bergbau. Aber da hinten, das tat mir so ein bisschen leid. Gut, okay. Nochmal ganz kurz Bären hintern streicheln. So. Muss ja sein, ne? Okay. Goodie. Dann würde ich sagen, wir gucken weiter nach den... Sachen. Nach den Ärzten. Ich habe gerade wirklich überlegt, was ich sagen wollte. Ach ja, das wollte ich auch noch zeigen. Ne, jetzt mache ich gleich. Erstmal die Ärzte, wenn wir uns einmal hier sind. Ich habe nämlich unseren Ausguck ein bisschen ausgebaut und habe da drumherum, also die Zunge, habe da drumherum alle Bäume entfernt.
War ein bisschen Arbeit, aber ich habe es relativ flott hingekriegt. Hat, glaube ich, auch nur 2-3 Tage gedauert. So, Stein, Stein, wieder Stein, das ist ja ganz toll. Ende. Huh, was habe ich jetzt? Abbau, gesamt 5000. Jetzt bist du auf Rang 4. 5000, würde mich verarschen. Hoffentlich bringt das auch irgendwas, die Ränge. Vielleicht bekomme ich jetzt auch eher seltene Sachen. Das wäre eigentlich ganz nett, aber irgendwas in mir sagt, dass es nicht so sein wird. Na? Nee. Ja, hier. Na komm, Orangenschalkos. Ich glaube, ich kriege gar nicht das. Mithril! Yeah, noch einmal Mithril und einmal Orangenschalkos. Dann haben wir alles. Glas, nein. Bronze, auch nein. Ach nee. Spiel, nee, doch. Wir brauchen dreimal Mithril. Geh von beiden noch eins. Dann kann ich voll krass viel ausbauen. Es reicht ja erstmal, wenn ich eins voll hätte. Dann müssen wir das aber Brutus, der nicht Bruno heißt, oder Bruno, der nicht Brutus heißt, noch alles verbessern. Ach, das wird schon alles noch. Und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher. Ja, klar. Ich gehe davon aus, dass jetzt wirklich in 4 Tagen mein Kind kommt. Mal gucken hier, ne? Das ist schon ganz krasser Shit hier. Komm. Orangenschalkos. Mondstein, Fliege und Sieg. Opal. Nein, ich brauche keine Edelsteine. Nein. Ich glaube, hier gibt es nur Edelsteine in dem. Doof. Hier. Silbererz. Nein. Eisen auch nicht. Mithril. Ja, wir haben alles Mithril zusammen. Sehr gut. Haben nur noch dieses Orangenschalkos. Dann komm, eins werden wir irgendwo noch herkriegen. Bitte. Ach gut, wir haben quasi die Küche schon zusammen. Boah. Ich weiß nicht, was eine größere Küche bringt, aber vielleicht können wir dann wieder Rezepte bei der Tante kaufen. Bei der Hanna. Das wäre sehr nice. Ich hoffe es einfach mal, dass es so ist. Und dann können wir mal vielleicht gut die ganzen Eier verbraten oder so. Ja. Die Zunge. So. Ja. Ich habe jetzt hier eine Seite so zugebaut, genau. Und man hört sind gar keine Steine mehr, keine Bäume. Man kann hier bis hoch gehen und ich muss noch mal gucken, weil ich glaube, der Adler fliegt jetzt aber eine andere Route oder fliegt jeden Tag eine andere. Der kam gar nicht dran vorbei. Ich habe nämlich irgendwie so unterbewusst die Hoffnung gehabt, wenn er nahe genug an mir vorbeifliegt, dass ich ihn irgendwie streicheln kann oder so. Weil man macht das fertig, dass das Vieh die ganze Zeit im Kreis fliegt. Da muss man auch irgendwas damit machen können. Der fliegt ja auch nicht zum Spaß im Kreis. Und so. Ach, Fischen, nein. Hier beginnt immer, hier sind Blüten dran. Ich weiß, oh mein Gott. Man kann was ernten. Orangen. Sehr schön. Gut, jetzt kann ich jetzt die ganzen Orangenbäume abgehen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich Orangen ernten kann. Ich dachte, ich könnte nichts ernten. Ich war schon ganz traurig. Warum aber jetzt erst? Hä, wieso kann ich jetzt erst ernten? Ich bin doch hier immer durchgelaufen und konnte nichts ernten. Entweder habe ich das eiskalt jetzt den gesamten Monat verpasst, dass ich Orangen ernten kann, oder... Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin gerade sehr verwirrt. Und vielleicht sind sie jetzt auch erst fertig geworden, also groß genug gewachsen, die Bäume. Das kann natürlich auch sein. Weil hier sind noch ein paar Bäume ja noch dabei, die klein sind. Und die müssen ja bestimmt auch erstmal halt groß wachsen. Na gut, da haben wir jetzt ein paar Orangen. Na gut, aber wir dürfen nicht unser Ziel vergessen. Wir brauchen noch einmal Orangenschalkos. Please. Hallo, ich würde gerne hier rüber, danke. Wir haben es auch schon sehr spät. Ich muss mich beeilen. Boah. Ob wir dann morgen wieder Orangen ernten können? Das wäre Abesome. Auch Awesome genannt. Boah, das wäre so toll. Dann könnten wir vielleicht Orangenmarmelade machen oder so. Die habe ich immer sehr gerne bei Room Factory Frontier gemacht. Und wieder ein Sprung dorthin. Eisenerz, Stein. Ich brauche Orangenschalkos. Leute, please. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo man die kriegt. Das Erz. Ich war einfach auch schon wieder Mithril. Mist. Vielleicht bei dem Blauen da oben. Wobei, ich glaube, da kommen nur Edelsteine raus.
Onyx. Amethyst. Und Rubin. Na toll. Und Saphir. Hat mir. Ja, das sind alles ganz tolle Edelsteine, aber die helfen mir gerade nicht, um die Scheune zu erweitern. Naja, aber immerhin die Küche. Aber wir brauchen trotzdem erstmal Brutus, also das erstmal dann veredelt. Dann brauchst du doch 3 oder braucht man 5? Ich bin mir gerade unsicher. Vielleicht braucht man 5 Metriel? Boah, ich bin gerade voll durcheinander. Aber ich glaube, uns fehlt auch nicht mal viel zu 5 Metriel. Wir haben, glaube ich, schon 4 Stück. Gut, gehe ich jetzt nochmal. Oh Gott, dieser Stein. Gehe ich jetzt nochmal die beiden ab und dann husch husch ins Bettchen. Okay. Hallo. Ach da. Versteckst dich hier, ne? Hallo? Ah, jetzt. Na? Ach, Mann, oh. Und. Aber jetzt. Nein. Oh, das ist, glaube ich, eine sehr schlechte Art hier. Hier sind noch Steine. Und Bronze und Shit. Na, vielleicht ist die hier besser. Ach, Harterz. Das sieht gut aus. Oh, Menno. Mann. Kein einziges Mal auch Eischalkos. Okay. In der letzten Mal vermutlich auch nichts mehr Gutes drin sein. Ich glaube jedenfalls nicht daran. Aber wir gehen trotzdem mal hin. Oh Gott, Giesbert, geh bloß weg, wobei, wenn du einmal hochläufst. Können wir auch mal mit ihr reden. Hallo, schrei mir und nervig. Ja, hallo. Gut, gehen wir mal runter hier. Ja. So. Hier ist eh nur 1, da gibt's Muss. Höchstwahrscheinlich eh nur Edelsteine. Und die helfen mir nicht zum Bauen. Die brauchen wir überhaupt nicht. Die sind, glaube ich, wirklich schon gut zum Verkaufen, oder? Oder vielleicht für Anliegen. Kristall. Peridot. Ich brauche kein Peridot. Ich brauche Orangeschalke. Es ist kein Mondstein. Nein. Und kein Topas. Oh, Mann. Nichts dabei. Nichts. Gut, liebe Freunde. Folge geht schon sehr lang. Ich hoffe, morgen ist Brutus da. Dann können wir dann mal ganz krass Zeug verbessern bei ihm. Okay. Ciao und bis zum nächsten Mal. Bis wieder heißt die Mädelsplitter. Bis Moon. Und das ist schon mal ganz so verlorene Tal. Bye.